Ninja Genetics, Fitness and Bodybuilding Lifestyle Worldwide. So Leute, wir sind durch. Jetzt sind wir hier bei der dritten Übung, was gleichzeitig auch ein Supersatz ist. Und zwar haben wir hier die Decline Hammer Strength Press, die Eda jetzt hier gerade so ein bisschen zum Warm-up macht. Beziehungsweise vielleicht ist es auch schon ein richtiger Satz, aber ich denke, das ist fast ein bisschen zu wenig. Und danach geht es direkt an die Maschinenflies da hinten. Und der Vorteil an der Sache soll einfach sein, nochmal den Muskel auszureizen. Ihr kennt ja meine persönliche Einstellung in Bezug auf Supersätze. Ich halte sie nicht für unnötig, aber ich finde, sie werden überbewertet und vor allem auch zu oft eingesetzt. Also jeden Tag, in jedem Training zu Supersätzen finde ich jetzt persönlich nicht so schlau und ist eher was für eine Diät. Oder eben, wenn man einfach so ein bisschen nicht mehr die gleiche Intensität aufbringen kann mit den regulären Sätzen, dann machen dann Supersätze Sinn. Und deswegen ist es natürlich jetzt für Eda genau das Richtige. Und ich ziehe heute einfach mal mit, damit ich das Feeling auch mal habe. So, hier gucken wir mal, wie er hier das Tempo hält. Ja, das hält. Eins halten und vier zurück. Okay, klingt gut. Klingt interessant. Yeah. Genau. Das ist jetzt rein so vom Optischen her, sieht das Ganze natürlich nicht so spannend aus, weil es so langsam ist, aber es zieht wirklich krass rein. Ich denke so immer so ab der 5. und 6. Rep geht der Schmerz noch richtig los. Bam. Genau. Locker vom Hocker. Das war jetzt Warm-up, hä? Ja. Okay. Also ich teste es auch mal aus jetzt hier. Kurz mit den Easy Weights. Und von dem machen wir wie viele Sätze? Drei. Auf drei. Drei Supersets. Hier ist die Range of Motion noch größer. Also hier muss das Tempo ein bisschen schneller sein. Ne? So Leute, jetzt melde ich mich hier auch noch kurz mit dem Voiceover. Wie ihr gerade gesehen habt, ist im Training plötzlich die Musik richtig krass abgegangen. Und das Training war auch schon fast zu Ende. Jedenfalls der erste Teil, wir haben danach noch Schultern trainiert. Das Video folgt auf Edas Kanal. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle noch ein kurzes Feedback zum Training geben, da ich das nicht mehr abfilmen konnte. Also das Training mit Eda war für mich sehr, sehr, sehr ungewohnt, dadurch, dass wir wirklich bei jeder Übung diese 4 Sekunden einhalten mussten, also diese 4 Sekunden exzentrische Bewegung, die negative. Und es war eine geile Erfahrung. Ich hatte danach auch 2-3 Tage richtig harten Muskelkater, aber das Training, so wie er es macht, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, das langfristig so durchzuziehen. Für das ist es mir doch dann irgendwie zu unspannend, zu langweilig. Und irgendwie auch, ja, mir fehlt da so ein bisschen der Kick. Ich habe direkt 4 Tage später noch das andere Push-Training für mich alleine ebenfalls in diesem Stil abtrainiert. Und der Muskelkater war danach schon viel weniger extrem. Aber ich bin mir ernsthaft überlegen, der ganzen Sache jetzt trotzdem mal für 4 Wochen eine Chance zu geben. Einfach mal zum Gucken, was da drin liegen würde jetzt bei der Brust. Also ich würde dieses Prinzip nur bei der Brust ausprobieren, nicht bei den anderen Übungen, weil bei Beinen
Da wäre es natürlich auch eine Option, aber jetzt besonders beim Rücken finde ich jetzt diese Technik eher kontraproduktiv. Gebt mir Feedback, ob ihr sowas sehen wollt, dass ich mal einen Monat lang so ein spezielles EDA-Training machen würde, weil das ist bei ihm funktioniert, das sieht man ja. Im Allgemeinen habe ich eigentlich jetzt so vor, in nächster Zeit ziemlich viel mit EDA zu machen, besonders wenn er dann seine Wettkampf-Defi auch wieder durch hat. Vielleicht auch mal ein bisschen, dass er mal meine Sachen ausprobiert, ich mal seine, weil ich sehe einfach in ihm ein großes Talent und ich denke, wir sind auch so erfahrungsmäßig auch etwa auf dem gleichen Stand von der Trainingserfahrung her. Er trainiert ein Jahr länger als ich, aber sonst sind wir auch altersmäßig und so ziemlich gut vergleichbar, bis jetzt auf die Größe. Und trotzdem finde ich eben, wie gesagt, dass er eines der größten Talente ist im Naturalsport. Und ich bin mir sicher, dass er in 2 Wochen an der Schweizer Meisterschaft und dann nochmal in 4 Wochen an der Weltmeisterschaft ordentlich abräumen wird, wie auch schon letztes Jahr. Und ja, ich würde mich jetzt über Feedback freuen, sowohl zu EDA als auch zu dem Trainingsprinzip, als auch zu der Idee mit einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Er ist ja jetzt bei der ProBro Army Official und das Ganze würde von daher auf jeden Fall Sinn machen, denke ich mal, dass wir in Zukunft noch ein bisschen mehr zusammen vor der Kamera sind. Feedback, wie gesagt, erwünscht. Daumen hoch wäre geil. Und ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.